Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei mir ist Herr Thompson. Hallo. Servus. Und wir fahren heute wieder Bismarck und Atago. Hat ja gut geklappt bisher mit der Bismarck. Hoffentlich bleibt es. Ja, ne? Schnell auf Holz klopfen. Ah, jetzt haben wir da ein bisschen mehr Achter als Gegner, also das sieht schon wieder sehr spannend aus. Hier nur ein 6er Schlachter, wo 7 8er Kreuzer haben. Und dann mal gucken. Nachbarn heißt die Karte und ein Standard-Battle ist es. Herr Nachbar, Herr Nachbar. Herr Nachbar, Herr Nachbar. Unsere Schlachtschiffe. So, wo möchten wir hin? Links, rechts, Mitte. Schau mal, was die anderen schreiben. Frag doch mal nach. Ja, der Dark Knight wünscht uns schon mal viel Glück und ruhige Wasser. Ein bisschen chaotisch. Ah. Ich würde sagen, wir brechen da links raus. Okay. Und dann gucken wir mal, was da so ist. Da haben wir schön viel offene See, keine Insel, wo sie sich hinter verstecken können und immer schön reinhauen. Vielleicht kriegen wir ja auch bloß einfach den rein. Weil ich möchte nicht da mang diesen Insel möchte ich nicht wirklich fahren wegen den drei Zerstörern. Protect the base. Ja, aber mal gucken, was da so kommt. Ich glaube, ich habe noch nicht genug Geld für das Feuerleitsystem zusammen. Ich glaube, 1,5 Millionen oder sowas brauche ich. Müsste wahrscheinlich dann nochmal eine Runde Premium-Schiff fahren. Ja. Also der Achter ist schon... Das macht man nicht so viel in der Kaffeekasse. Nee. Das Achter-Schiffchen, das ist schon, also... Das im Plus zu fahren? Ohne Premium? Da muss es schon echt gut sein. Also mir würde das, glaube ich, nicht gelingen. Das Non-Premium in Plus zu fahren. Deswegen fahre ich die ganze Zeit nur Atago. Ne, Spaß. Also das Schiff ist schon ganz nett. Und das kann ich auch empfehlen an alle, die sich vielleicht überlegen, ein 8er Premium zu kaufen. Also die Atago, für alle, die gern Kreuzer fahren. Braucht halt ein bisschen länger zum Nachladen, aber die Geschütze sind ziemlich lackkräftig. Habt ihr den da hinten nochmal spotten? Wirbelsturm. Paragut. 100. Den Hunter-Map. Wenn hier fährt raus aus den Schüssen, ja. Gegnerischer Zerstörer entdeckt. Okay, die gehen alle auf die andere Seite, ne? Siehst du es? Ja. Kürz noch mal ein bisschen. Gucken wir mal, ob wir die Gnäsen noch treffen jetzt. Die ist recht schnell unterwegs. Oh, und wir treffen nicht die Gneisenau, wir treffen die Insel, die davor ist. Schade. Das ist unser Zerstörer, der so weit rausfährt. Keine Ahnung. Gibt doch schon wilde Diskussionen im Chat deswegen. Auf jeden Fall kriegen wir einen Wirbelsturm in 3 Minuten. Und irgendwie sieht man da hinten von denen nichts. Ja, vielleicht können wir während des Wirbelsturms in die Base fahren und einfach durchkappen.
Wäre auch ein Sieg, ne? So, ich bin entdeckt. Also irgendwo in 15,9 Kilometern Entfernung ist was. Ich schicke da mal Torpedos da in die Mitte. Eventuell ein Zerstörer sein könnte. Das ist eine gute Sache. Aber die Ja, das ist fahren alles theoretisch weg von uns. viel zu weit weg für mich. Komme ich nicht hinterher. Da ist der Zerstörer, der mich gesehen hat. Stimmt's? Meine Schüsse gehen komplett vorbei. Ich meine, wir werden auch sonst wohin gehen, aber wenn ich sie treffe, treffe ich sie, wenn nicht. Auch nicht wieder schlimm. So, wir haben erstes Blut gekriegt, das heißt, der erste Gegner ist unter Wasser. Versucht das mal, wie das funktioniert. Weil in 2 Minuten ist der Wirbelsturm da und dann wäre ich vielleicht schon im Kreis. Ist, glaube ich, recht riskant, aber. Weil sie fahren alle weg. Keine Ahnung, wie kurz so werde ich da im Leben nicht treffen. Ist ja schräg weg von mir. Ich habe noch nichts getroffen, ne? Ein paar Mal geschossen habe ich zwar schon, aber getroffen habe ich noch nichts. Da ist eine Bismarck in 13, in 17 Kilometer Entfernung und ein Fidschi. Da sind die schon wieder alles rum. Jetzt halt drauf, dass ich bis dahin unentdeckt bleib, dann kommt der Wirbelsturm und dann können wir hoffentlich das irgendwie cappen, ohne dass sie uns sehen. Oh, ich habe meinen ersten Aber Schaden auf der Bismarck gemacht. Sehr schön. die ganze Sache ist ziemlich riskant. Jo. Zumal sie die gleiche Idee haben könnten. Meine Bismarck dreht um, aber ich schieße mal nicht. Dafür mache ich das mal, ne? Semi-erfolgreich. So, und dann haben wir hier einen Fidschi, der will unbedingt in meine Secondary reinkommen hier. Der hat Spaß daran. Das hätte auch besser laufen können. So, dann haben wir jetzt hier eine Bismarck. Zumindest ein Turm schon mal rausgeschossen. Meine Torpedos fahren leider vorbei. Aber. Also entweder hat er seine Secondary nicht ausgebildet oder so, oder er hat einfach keine Lust auf mich zu schießen. Ah, jetzt schießt er doch auf mich. Oder er hat seinen Captain nicht angewiesen, dass er auf mich schießen soll. Kapital. So, dann fährt er noch eine Sims rum. Mist. So, Sims, dann kriegst du jetzt noch ein bisschen Secondary Fire. War nicht mehr gespottet. Denk dran, von der Sims könnten Torpedos zu dir kommen. Hat's dich gerade gedecapped oder was? Weil irgendwie ist nämlich der Moment, in dem wir schon gekappt haben, ein bisschen weiter runtergegangen. Ja, ich bin noch drin. Torpedos der Sims kommen hier bei mir. Irgendeiner hat mich noch entdeckt. Ah, die Sims hier. Acht. Ja. Er wird jetzt gleich versuchen, auf mich abzusetzen. Sehr schön. Ich fress jetzt hier mal ein bisschen.
Mach quasi jetzt hier so ein bisschen die Vorhut und sag mal so: Hallo, hier bin ich, ihr könnt auf mich schießen. Und ich 31 hoffe, Sekunden noch. du kriegst das hinten durchgekappt. Ah, jetzt kommt was geflogen zu dir hier. Nee, das geht auf die Fahrergut oder sowas. Pass auf, nee, da kommt jetzt was zu dir. APs. Die AP-Shells, die gehen über dich drüber weg, ja. Geht alles vorbei. Ja, das war irgendwie ein nicht sehr spannendes Gefecht. Aber ja, so kann man es auch gewinnen. Oh oh. Oh, die gingen sehr knapp darüber. Das Ja, ging mal. gewonnen. Habe ich nochmal 10.000 Schaden am Schluss gemacht in der Fidschi. Ja, also da hat Ohne groß. diese Taktik so im Nebel das Ding durchkeppen hat echt funktioniert, ne? Ohne große Konfrontation einfach gewonnen. Ja, Hauptsache, musst du jetzt trotzdem Reparatur bezahlen? Musst du mal gucken. Du hast ja eigentlich keinen Schaden gekriegt, ne? Na gut, egal. Wir haben Ja, auf jeden Fall gewonnen. Service musste ich zahlen. Ja, wir haben auf jeden Fall gewonnen. 98.000 Silberlinge haben wir gekriegt. Und dazu noch 2.415 EPs. Ist okay, bei 43.000 Schaden. Naja, aber immer noch eine siegreiche Fahrt. So, und die drei, die gestorben, nee, die vier, die gestorben sind, stehen alle ganz oben und dann geht's mit mir weiter. Na gut, okay. Ist ja erstmal nicht schlecht. Haben wir dann noch Gewinn gemacht? Ja, ich habe noch ganze 15.000 Gewinn gemacht. Wartung 75.000 für das Schiff. Also mindestens 75.000 musst du einnehmen, damit du einmal so mit den Dollar gewinnen machst. Alles klar. Das war eine Folge World of Warships hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei mir war der Thompson. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss.